Morgen, hier ist der Frank und wir sind auf Teneriffa, sind jetzt hier in so einem netten Industriehafen und gehen gleich erstmal gemütlich frühstücken und dann werden wir mit dem Bus abgeholt und fahren ein bisschen über die Insel. Dann bis gleich. In all I feel is blue. Hi, hier ist der Frank. Wir sind jetzt in La Laguna und laufen hier so ein bisschen rum. Dann werden wir mal gucken, ob wir euch noch schöne Impressionen von dieser alten Hauptstadt der Insel einfangen können. Das ist hier halt so eine historische Straße, wie man sie hier überall so findet. Eng, viele Autos. Zum Glück hier gerade auch mal wenig Leute. In der Nebenstraße war aber gerade so ein Kinderumzug. Da war es so mega laut, dass man sich da überhaupt nicht bewegen konnte. Typische Touristen unterwegs, Handy in der Hand und Film. Hola ihr Lieben, ihr hört das selber, jetzt ist mega was los, heute ist ja Karneval. Und ich kann hier irgendwie nicht wirklich gut filmen, hier um die Ecke auf der anderen Seite. Ich zeige euch das mal eben. Hier links und rechts runter, wenn man die Straße runterläuft, ist Umzug gerade, da kommen wir gar nicht durch. Ich hoffe, dass man mich überhaupt versteht. Ich werde das gleich mal gucken, ob wir noch irgendwo anders. Wir laufen jetzt hier in diese Richtung runter. Der Job steht schon da hinten an der Ecke und wartet auf mich. Ich hoffe, dass wir da gleich mal noch vielleicht ein paar schöne Bilder einfangen können. Aber da ist momentan gar nicht dran zu denken. Da kannst du dich auch nicht bewegen, gar nichts. Und ich will da auch nicht in die Masse reinhalten. Ist einfach nur laut, aber auch schön. So, jetzt sind wir in Santa Cruz angekommen. Hinter mir der geile Beach, wo die ganzen Surfer alle super am Surfen sind. Ah, mal sehen, vielleicht geht da ja aber auch noch irgendwas. Also wir werden jetzt hier gleich mal so ein bisschen die Promenade langlaufen und ein bisschen Impressionen einfangen und ja, lasst euch überraschen. So ein bisschen haben die ja hier jetzt auch gesurft. Wir sind dann die sogenannte, ich nenne es mal, diese Promenade runtergelaufen. Jajuk hat sich dann noch gemütlich ein Eis gegönnt. Ich habe halt die Kamera, wie man merkt, so ein bisschen auf den Atlantik gehalten. Wäre natürlich super gerne auch da reingegangen, aber höchstens mit einem Brett und dann mit einem Anzug an, weil Ende Februar, Anfang März ist es halt scheiße kalt. Da hinten rechts kann man jetzt sehen, da ist so eine riesengroße Anlage. Vorgelagert ist ein Surfpoint. In dieser Anlage kann man wohl klasse baden. Da sind ganz viele tolle Pools drin. Aber wir hatten halt nur etwas über eine Stunde Zeit und dann lohnt sich das halt nicht, da die, glaube ich, auch 10 oder 15 Euro Eintritt nehmen. Wir sind dann halt da ein bisschen weitergelaufen. Ich habe weiterhin Wellen gefilmt, wie man sehen kann. Dann sind wir halt in so einen niedlichen kleinen Hafen gekommen, der jetzt gleich zu sehen ist. Da konnte ich es nicht lassen. Ich musste einfach mal wieder ein paar Panoramaaufnahmen machen, die man jetzt gleich sehen kann. Erst kommt aber gleich nochmal der Tide, auf den wir ja nicht gelaufen sind. Hier rechts. Nicht der kleine Knackarsch, der da eben war. Nein, nein, da ist er. So, und dann kommt jetzt nochmal so zwei, drei Panoramaaufnahmen. Und damit war es das. Damit sind wir dann wieder zurück zum Schiff. Wir sind wieder zurück auf dem Schiff. Da läuft gerade ein Fährschiff ein, was ihr gleich in meiner Timelapse noch sehen werdet, wie es im Dunkeln beladen wird. Ja, das war halt ein schöner Tag auf Teneriffa und dann kommt jetzt gleich unser Abspann.
Bye bye Teneriffa, das war's. Jetzt laufen wir aus und fahren Richtung Fuerteventura. Von da aus melden wir uns dann morgen. Damit ist unser Video von Teneriffa leider beendet. War ja leider auch nur ein Tag. Sollte euch unser Video gefallen haben, lasst uns einen Daumen da, abonniert uns. Habt ihr Fragen, schreibt uns unten Kommentare rein. Aber es kommen ja noch zwei Videos. Wünscht euch was. Bis dann. Tschüss.